Okay, The Last Door. Weiß nicht, wie das auf meinem PC gelandet ist. Lass mal schauen. Ah, in Episoden. Episode 1 machen wir. Der Brief. Nach all den Dingen, die ich sah. Ein Seil. Wartet mal, ich mach jetzt was Verrücktes, ja? Ich mach mich ein bisschen kleiner. Und ich schieb mich hier hin. Ich mach was Verrücktes. So. Das ist aber arg pixelig, ne? Das ist ein Stuhl, den wir mitnehmen können. Nach all den Dingen, die ich tat. Stuhl aufstellen haben wir getan. Aber die Musik ist ein bisschen laut, ne? Wartet mal. Musik ist mir ein bisschen zu laut. Ach, will ich mich aufhängen? Ah, ich will mich umbringen. Ja, sicher. Kann ich dem Lauf meines Lebens nicht entrinnen. Stimmt, wir sind in einem Horrorspiel. Für mich gibt es keine Erlösung mehr. Wir sind der Glöckner von Notre Dame. Machen jetzt noch eine Glocke da dran. Ah, nee, machen wir nicht. Mir bleibt nur zu hoffen, dass du mir eines Tages verzeihen kannst. Dein dankbar ergebener Anthony Beechworth. Fallender Sessel. Strangulation. Lautes Klopfen. Wir gucken uns die Credits an, ne? Hier erlösen die einen und spielen die einfach schon direkt vor dem Spiel ab. Weiße, bist du noch da? Kennst du das? Du bist doch Point-and-Click-Experte. Nee, kenn die nicht. Cool. Oktober 1891. Idete nequis sciat. Ist das jetzt Latein? Die einzigen Worte, die mein Freund aus Kindertagen, Anthony Beechworth, mir geschrieben hatte. Jahre ist es her, dass ich diesen Satz das letzte Mal gehört hatte. Es war das Motto des Wissenschafts- und Philosophiezirkels gewesen, den wir heimlich gegründet hatten. Damals, als wir in dem abgeschiedenen Internat in Schottland waren. Doch wir hatten es hinter uns gelassen. Gleiche Erinnerungen aus Kindertagen. Der Brief war ungewöhnlich. Er konnte nur bedeuten, dass etwas Schreckliches geschehen sein muss. Etwas, das geheim bleiben muss. Ich musste der Sache auf den Grund gehen. Bin hier am Werkeln. Ja, viel Spaß dir. Am nächsten Morgen nahm ich den ersten Zug nach Sussex, um nach der Adresse am Briefkuvert zu suchen. Vor mir stand es, das Gut von Anthonys Familie, das Beechworth-Anwesen. Episode 1, der Brief. Ach, man muss es wegdrücken. Oha, mit dem Hut, mit so einem fetten Zylinder. Was machen wir denn hier? Gehen wir einmal ums Haus herum, oder?
Ein Schwarm Krähen frisst gierig an etwas. Es sind so viele Vögel, dass es mir unmöglich ist, ihre Beute auszumachen. Geh doch mal näher dran, dann gehen die... Okay. Die Krähen sind zu aufgebracht. Sich ihnen zu nähern, könnte gefährlich werden. Wir haben also ein bisschen Angst vor Krähen, ja? Die Tür ist von innen verriegelt. Eine Mülltonne. Dem unflätigen Geruch nach zu urteilen, wurde sie seit Wochen nicht mehr geleert. Ja, ist ja gut. Wir gehen schon. Dann gehen wir ins Haus rein. Wenn es denn sein muss. Seltsam. Alles ist still, als ob hier niemand wohnen würde. Und die Tür steht einfach offen, ne? Das ist auch seltsam. Ich sorge mich um Anthony. Ich muss ihn finden. Spannende Musik. Okay, ich muss das wegmachen, ne? Kann ich nicht. Mein Mantel. Eine Notiz auf dem Tisch. Sehr geehrter Mr. Beechworth, aufgrund jüngster Ereignisse ist die Situation für uns unaushaltbar geworden, weshalb wir uns zu unserem größten Bedauern gezwungen sehen, unsere Dienste zu kündigen. Wir werden für immer die Jahre in Ihren Diensten dankbar sein. Möge Gott Sie schützen, Mr. und Mrs. Brewer. Eine Standuhr. Ihr Ticken ist das Einzige, was man weit und breit vernehmen kann. Ist dies Anthony? Die Jahre sind nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Das ist ja nett. Jetzt wird's beunruhigend. Verschlossen. Die Tür klemmt, sie lässt sich nicht öffnen. Es ist zu dunkel. Ich kann mich nicht weiter vorwagen. Da müssen wir wieder runter. Eine Maschine, die aufgenommene Musik reproduziert. Ich wusste nichts von Anthonys Begeisterung für neue Erfindungen. Ein Schrank mit Gläsern und Spirituosen. Spirituosen. Befindet sich auch eine Streichholzschachtel darin. Kannst du nicht die Streichholzschachtel mitnehmen? Die Streichhölzer könnten nützlich sein. Ja? Wirklich? Oh, sollte man die Dinger öfter anklicken? Ist da was im Kamin? Er sieht aus, als wäre er seit geraumer Zeit nicht mehr gereinigt worden. Das große Fenster steht offen und lässt die kalte Abendluft herein. Ein Meerespanorama. Ein kleines Boot kämpft gegen tobende Wellen an. Ja. Ist das die Küche? Der Küchenherd und ein Putzlappen. Ja, perfekt. Hier fühlen wir uns wohl. Das könnte sich jetzt nützlich erweisen. Ich werde es mitnehmen. Den Putzlappen, den Lappen. Der Ofen. Teller und Töpfe. Teller mit tagealten Essensresten. Ist ein bisschen eklig. Eine Auswahl an Kräutern und Zutaten kann man auch mitnehmen. Nächste Tür. Ich habe die Tür entriegelt. Ach, hier geht's jetzt nach draußen zu den Krähen. Jo. Immerhin haben wir das geöffnet. Das ist doch auch gut. Was haben wir hier? Das Gemälde hängt schief. Oh. Ein alter Rosenkranz mit einem hölzernen Kruzifix. Gut, dass das auch wirklich weiterhin schief aussah. Ne? Das hat mich schon ein bisschen geärgert. Das Gemälde zeigt einen tiefen, finsteren Wald. Ist aber vom Stil ganz süß, ne?
Eine kleine Pflanze bringt etwas Leben an diesen tristen Ort. Müsste die Pflanze nicht jetzt auch schon tot sein? Eine Waschschüssel und einige Toilettenartikel. Was ist da? Eine Lampe, um den Weg zu erleuchten. Guck mal, dann können wir nach oben, wenn wir eine Lampe haben. Es befindet sich nichts Interessantes darin. Eine Verfärbung der Wand in Form eines Kreuzes lässt vermuten, dass hier lange ein Kreuz gehangen ist und erst vor kurzem entfernt wurde. Aber nicht das Kreuz von dem Rosenkranz, oder? Die sind ja in der Leere, in der Regel sehr klein. Eine leere Schüssel sieht aus wie eine Futterschüssel. März 1891. Master Anthony zwang uns dazu, unsere religiösen Objekte zu vernichten. Was ist in ihn gefahren? Glücklicherweise fand ich ein Versteck für meinen Rosenkranz. Wie soll ich ohne ihn jeden Abend beten können? 18. Mai. Master Anthony beklagt sich über Alfie. Was soll der Kater ihm denn tun? Er befahl uns, ihn nicht mehr ins Haus zu lassen. Dennoch, ich kann ihn doch nicht einfach verhungern lassen. Er ist so ein kluger Kater. Er weiß, dass jedes Mal, wenn ich das Fenster öffne, ihn sein Futter erwartet. Außerdem mache ich mir Sorgen um Master Anthony. Von Tag zu Tag entfremdet er sich mehr von dem Mann, der er einst gewesen ist. Oh nein, bei den Krähen, ne? Ist das die tote Katze? Master Anthony sperrt sich seit Tagen in seinem Arbeitszimmer ein. Er möchte, dass wir sein Essen an die Tür bringen, doch er isst kaum davon. Ich mache mir große Sorgen. Durch das schmutzige Fenster kann ich kaum die Ländereien erkennen. Müsste jetzt die Katze kommen? Katze? Es kommt keine Katze. Der Fensterrahmen ist morsch. Um das Fenster offen zu halten, benötige ich eine Art Schnur oder Kette. Nur den Rosenkranz. Guck mal, läuft doch. In der Hoffnung, dass die Katze reinkommt, ne? Sollte versuchen, den passenden Schlüssel zu finden. Okay, uns fehlt ein Schlüssel, aber wir haben jetzt eine Lampe. Dann können wir nach oben gehen damit. Und die Uhr, die sieht irgendwie immer so ein bisschen aus, als würde da wer stehen, finde ich. Da war zu. Warum müssen die immer die Katzen umbringen? Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Der geht auch direkt so langsam. Was ist das? Der Durchgang wurde mit Brettern zugenagelt. Können wir nichts machen. Aber kommen wir an die Bretter dran? Die Bretter sind fest angenagelt. Ich kann sie nicht mit bloßen Händen entfernen. Na gut. Mein Monster. Warum nicht mal das Kaninchen oder die Hühner? Aber es gibt auch einfach zu viele Katzenhasser auf der Welt, ne? Einige rechteckigen Bereiche weisen eine andere Farbe auf als die restliche Wand. Vermutlich fehlen hier einige Gemälde. Ein Ehebett, es ist völlig verstaubt. Vermutlich hat hier seit langer Zeit niemand mehr geschlafen. Ein ernst und wissbegierig aussehender Gentleman. Der Kamin ist voller Ruß. Putzen. Nein.
Machen wir nicht. Durch das Fenster gelangt man auf den Balkon des Nebenzimmers. Ich kann die Verriegelung nicht öffnen, sie klemmt. Vielleicht schaffe ich es mit einem kleinen Gegenstand. Wir haben nur einen Lappen. Fotografien und alte... Was? Irgendwas? Ein silberner Schlüssel. Ja, pack den ein. Können wir damit hier aufmachen? Der Schlüssel ist zu breit. Ich brauche etwas Schmaleres, um den Riegel aufzuhebeln. Na gut. Es ist von innen abgeschlossen worden. Ja und? Geht nicht. Wir haben einen silbernen Schlüssel, den gehen wir mal wieder zurück. In einem Wahnsinnstempo. Ne? Hier war zu, oder? Ne, die klemmte. Ne, verschlossen. Die Tür klemmt. Die klemmt. Diese, immer noch diese gruselige Uhr, ey. Lasst uns das mal testen. Ah, guck mal. Das ist der Keller. Ich denke, es ist eine Schellackplatte. Auf der Plattenhülle steht der Karneval von Venedig. Nehmen wir mit. Ja, wir haben einen Plattenspieler. Eine Brechstange. Ein eisernes Brecheisen von Spinnweben bedeckt. Im Keller ist alles. Perfekt. Ein kleiner Stapel Feuerholz, Zweige und Rindenstücke. Okay, Feuer machen können wir nicht. Das ist ein Ofen? Sieht so aus, als wäre der Heizkessel schon länger nicht mehr in Verwendung. Ich finde die Grafik irgendwie cool. Die sagt mir zu. So, jetzt einmal zurück. Kann hier die Schallplatte rein. Schreckliche Musik. Es muss defekt sein. Ich weiß nicht, wie man es anhält. Das würde das Grammophon zerstören. Es war sicher sehr teuer. Wir müssen gehen. Die Musik hat plötzlich aufgehört. Ach, guck mal. Das ist doch schön. Das Problem hat sich ganz von alleine gelöst. Die Bretter werden entfernt. Großer Gott! Was ist hier geschehen? Leave me alone! Das ist eine Tote? Der leblose Körper einer Frau. Sie liegt hier wohl schon seit Tagen. Das ist ein Stück Papier, das sie fest umklammert. Was ich hier schreibe, sind zweifellos meine letzten Gedanken, meine letzten Zeilen, mein letzter Atemhauch. Ich weiß nicht, welche finsteren Mächte meinen Mann zu dem werden ließen, was er nun ist. Ein Fremder. Sein Blick beraubt jeglichen Verstandes, jeder Herzlichkeit. Ich weiß nicht, welch Schatten sich langsam verdunkelnd auf unsere Leben gelegt hat. Unbekannt ist mir der Gast, der nun in unseren Seelen lebt.
Ich weiß nicht, woher er rührt, doch sicherlich nicht von dieser Welt. Bald werde ich meine Brüder und Schwestern wiedersehen. Ich werde befreit sein aus diesem Abgrund des Wahnes und der Angst. Bald wird mein Bangen vorüber sein. Was ist da gefallen? Eine lange Haarnadel. Ah. Für das Fenster. Es ist ein Brief. Liebste Margaret, es ist Tage her, seit Anthony das letzte Mal sein Studierzimmer verlassen hat. Ich kann ihn flüstern hören, verärgert oder angsterfüllt. Nachts ist es meist noch schlimmer. Unsere Bediensteten kündigten vor einigen Tagen. Ohne ihre Hilfe und Gesellschaft bin ich verloren. Ich kann kaum mehr das Bett verlassen. Und nicht einmal der Doktor möchte hierher kommen nach dem Streit mit Anthony. Mein Mann hat die schreckliche Fähigkeit entwickelt, jedermanns Willen zu brechen. Weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe keine Kraft mehr. Ich wünschte, ich könnte dir diesen Brief schicken. Deine teure Freundin Anna Beechworth. Kannst du den einstecken? Ein alter Rollstuhl. Auf der Wand steht, lasst mich in Ruhe. Wer könnte so etwas nur geschrieben haben? Ein Brief in zittriger Handschrift. Ich kann nicht mehr weiter, es ist alles verloren. Das ist aber ein krasser Brief, ne? Die Seite stammt aus einem Tagebuch. Ich kann ihre Blicke nicht ertragen. Sie wachen über mich, richten über mich, sie verachten mich. Ich weiß, sie denken, ich wäre dieser Familie nicht würdig. Doch was blieb von ihnen außer Knochen und Staub? Eine Erinnerung. Lasst mich, ich brauche euch nicht. Lasst mich allein. Das ist ein bisschen, Klopfen am Fenster war das. Ein bisschen finster, ne? Ich traue mich jetzt auch gar nicht zum Fenster zu gehen. Nein, wir ignorieren das erstmal. Eine Dame mit kräftigen Zügen und dunklem Haar. Keck, scheint sie mir entgegenzublicken. Wir hören das nicht. Anthony in jungen Jahren, genauso wie ich ihn in Erinnerung behalten habe. Sie gleicht der Frau auf dem Bett. Sie hält ein Kind in den Armen. Könnte es Anthonys Kind sein? Der ältere Mann auf diesem Bild sieht Anthony ähnlich. Doch sein Antlitz ziert ein strenger, beunruhigender Blick. Ist die Frau nochmal? Die junge Dame, kaum älter als 20, blickt mir trotzend entgegen. Bitte nicht, die kann ich. Vielleicht ist das Katzi, stimmt. Aber wir haben auch gar kein Futter, ne? Das Porträt zeigt Anthony und eine erlegte Wildkatze oder einen Luchs. Die Farbe rund um das Maul des Tieres sieht frischer aus. Eine große Krähe sitzt vor dem Fenster und klopft mit ihrem Schnabel gegen die Scheibe. Dann mach doch auf. Geht nicht mit aufmachen. Ein Mann mit blondem Haar, sein Gesicht scheint mir nicht fremd zu sein. Ja, aber so ist hier jetzt erstmal nicht. Dann können wir jetzt zurück und mit der Haarnadel das eine Fenster öffnen, ne? Zum Balkon. Wir Verbrecher. Mit der Haarnadel ließ sich die Verriegelung leicht öffnen. Wetten, die ist tot? Ach, ihr seht die. Ein ausgestopfter Luchs. Können wir den mitnehmen? Nein. Ein paar handgeschriebene Notizen. Dieser gottverdammte Kater, er maunzt jede Nacht und es gebührt mir, das weiß ich. Er verspottet mich, er kennt mein Geheimnis, ich kann nicht zulassen, dass er alles zunichte macht. Mir bleibt keine Wahl, ich muss seinem jämmerlichen Dasein ein Ende bereiten. Oder noch besser, ich werde ihn blenden. Oh, du geschwätziger Luchs, du willst nichts gestehen. Nein, nicht du. Oh mein Gott, da ist jemand total irre. Ein paar Zeitungsausschnitte hängen an der Wand. The Illustrated London News. 1887. Richter begeht Suizid unter mysteriösen Umständen. Graf treibt Tod in der Themse. Berühmter Schauspieler verblutet in seinem Hotelzimmer. Mhm.
Karte von Sussex. Einige seltsame Bücher in einer Sprache verfasst, die mir unbekannt ist. Das ist ein Labor, Überreste chemischer Experimente. Stell mal vor, du hast sowas bei dir zu Hause, ne? Ausgelaufene und verschüttete Chemikalien. Es riecht stark nach Essig. Können wir die aufwischen? Ich will immer nur aufräumen, ne? Kannst du das wegpacken, den Lappen da? Danke. Okay, das war die Tür. Gucken wir uns die Leiter nochmal an. Warte mal, hier ist noch was. Ein gewöhnlicher Hammer in gutem Zustand. Einpacken. Einige herausgerissene Tagebuchseiten. Sie werden mich nicht mehr stören. Ich habe genug von ihren tadelnden Blicken, ihrem Geflüster. Alles ist bereit. Es bleibt nur noch eine Sache zu erledigen. Sich umbringen. Am Ende der Leiter befindet sich eine Falltür mit einem vergoldeten Schlüsselloch. Kann man das denn aufmachen? Die vergoldete Falltüre ist versperrt. Ich muss den passenden Schlüssel finden. Okay. Was machen wir mit dem... Was schlagen wir jetzt mit dem Hammer kaputt? Was? Das Fenster? Geht nicht. Nee. Da kannst du nichts machen, ey. Was gibt's hier noch irgendetwas? Nichts Interessantes. Okay. Ist noch irgendwas bei der Leiche? Nein. Okay, wir haben einen Hammer und einen Lappen. Tür einschlagen. Geht nicht. Ich glaube, er gibt sich keine Mühe, ne? Ich glaube, er gibt sich einfach keine Mühe. Oh. Okay. Ist jetzt gerade ein bisschen schlecht geworden, ne? Hallo, Vögelchen. Wieso erschrecke ich mich denn so? Jetzt mal ehrlich, ne? Da zappelt noch was. Eine sterbende Krähe in einer Blutlache. Ach so. Die Musik. Oh. Ich habe das Tier von seinem Leid erlöst. Was machen wir denn mit dem Loch da? Aber Kimli, sehen wir es mal so. Es war nicht die Katze, ne?
Ach so, hier war nur der Keller. Da war ja nichts, ne? Nochmal hier zurück. Ich habe euren toten Freund dabei. Ach, die sind wieder weg. Er macht doch auf die Vorhänge. Ich lass es lieber in Ruhe. Warum denn? Ein Hirschkopf. Ist auch gruselig, sowas, ne? Aber so? Achso, das hatten wir schon. Wofür ist der Hammer jetzt gut? Gar keine Ahnung, ne? Aber weiter kann man da nicht. Wir müssen irgendwas kaputt machen. Hey Magna, wir sind fertig tatsächlich, ja. Wir haben es durchgespielt. Oh, kann man die Krähe quasi als Futter hinstellen für die Katze? Magna, alles gut bei dir? Aber ja, wir haben gewonnen. Das Spiel ist vorbei. Aber es war richtig cool. Futter für die Katze. Bitte, Miezekatze, hol dir den Vogel ab. Vielleicht gibt es hier doch noch irgendwas Neues. Nein. Nein. Haben jetzt fast alle Weihnachtsbesorgungen in den letzten 2 Tagen gemacht. Bin wenig platt. Fast? Fehlt dir noch viel? Aber bei mir ist alles ganz, ganz ruhig. Oh, ich höre etwas in der Ferne. Es klingt wie ein Wehklagen. Ja, schön. Stimmt, hört ihr das auch? Oh. Wohin ist die Krähe verschwunden? Keine Ahnung. Sag du's mir. Die Krähe ist verschwunden. Oh, Sherlock. Immerhin war die Krähe schon tot, ne? Miau? Hörst du ein Miau? Tatsache, Kimli! Wo ist es? Nicht da etwa ein YouTube-Upload? Boah, ja, ich dachte mir einfach mal, hau den ganzen Bums ins Internet, ne? Weil bei Twitch wird's ja irgendwann gelöscht. Und ich kann ja auch einfach das bei YouTube reinmachen. Ihr habt ja auch mal gesagt, dass das okay ist, ne? Ich nenn's mal okay. Würde wie eine Irre auch miauen und sie suchen. Ja. Einfach genau so zurückreden, ne? Fehlt noch ein Geschenk und fürs Essen Meerrettich. Ich muss aber gleich, also gleich nach dem Stream gehe ich auch einkaufen und dann mache ich Plätzchen. Weiß noch nicht, ob gleich oder morgen. Wohin? Wo war die Katze? Aber unten hat man es mehr gehört, ne? Im Backstream.
Ich wüsste gerade gar nicht, wie ich das streamen soll, muss ich ganz ehrlich sein. Vielleicht draußen? Bei uns sind die Läden in 4 Minuten alle zu. Ja, ich habe Zeit bis 12 mit Einkaufen, ne? Mit dem iPhone, ab geht's. Da darf ich nicht auch mal ein bisschen Privatsphäre haben? Wie wär's? Darf ich? Darf ich nicht auch mal ganz in Ruhe alleine für mich ein bisschen backen? Privat was? Nein! Miau. Wo sind die Miau Miau? Mensch. Ist sie jetzt im Keller? Waren wir nicht gerade schon da drin? Hier unten ist das Miauen lauter. Mitzi. Sie im Backofen. Scheint, als befände sich der Kater hinter der Mauer. Dafür war der Hammer. Ein schwarzer Kater sitzt auf der Truhe. Er sieht mich an. Nein, halt, seine Augen fehlen. Oh nein. Und gütiger Gott, fast hätte er mir die Augen ausgekratzt. Er ist in die Dunkelheit verschwunden. Nicht seine Augen. Eine große hölzerne Truhe. In ihr befinden sich mehrere Gegenstände. Das Messer könnte noch nützlich sein. Hier ist nichts anderes. Katze lebt, das ist die Hauptsache. Die Katze hat sich bestimmt schon dran gewöhnt, dass sie keine Augen hat. Das ist gar kein Problem für Katzen. Tja, wie in Felidae, was ist das? Und wofür bräuchten wir ein Messer? Ein kleines Messer. Wir brauchen einen goldenen Schlüssel und kein Messer. Ist gar nichts mehr. Unverändert. Same. Mein Kater heult auch nicht rum, weil ihm ein Bein fehlt. Ja, Katzen können damit recht gut umgehen, ne? Felidae ist ein Katzen-Cartoon, der viele Kinder zerstört hat. Angeblich ab 12, aber die Themen da drin sind nichts für 12-Jährige. Genauso wie Watership Down dann, ne? Komm mal da rein. Kann kein Schloss mit einem Messer öffnen. Tut mir leid. Versuch was wert. Hallo? Hier irgendwas mit Messer? Vielleicht am Fenster? Nee. Führt das Messer. Das Maul des Luchs ließ sich öffnen. Da findet sich ein goldener Schlüssel darin. Ahahaha. Da sehen wir auch eine blinde Katze, der später der Kopf abgehackt wird. Super für Kinder. Uff.
Watership Down habe ich als Kind geliebt. Ich hatte damals eine Simsalagrim-Folge traumatisiert. Oh. Was ist denn da passiert? Ein Toter. Oh Gott, nein. Anthony, nein. Das Porträt einer Dame. Vielleicht Anthonys Frau. Sie sieht darauf glücklich aus. Erstmal umgucken. Jetzt bräuchten wir das Messer nochmal, ne? Der leblose Körper meines Freundes. Welchem Wahn mag er verfallen sein, der ihn zu solch einer Tat trieb? Etwas steckt in seiner Tasche. Was denn? Ein versiegelter Brief. Dann mach mal auf. Mein teurer J. David. Wenn du diese Zeilen liest, ist mein Körper, der vor dir baumelt, das Einzige, was von mir blieb. Was du in Händen hältst, sind meine letzten lichten Augenblicke. Dago. Hallo, Dago. Oh Gott, jetzt habe ich mich erschrocken. Unsere Freundschaft geht weit zurück. Und als ich dir jenen Brief schrieb und dich zu mir bat, zweifelte ich nicht einen Moment daran, dass du kommen würdest. Hättest du meine Erwartungen enttäuscht, wäre alles umsonst gewesen. Ich war involviert in eine Reihe schrecklicher Vorkommnisse. Aus Gründen, die sich meiner Vorstellungskraft entziehen, wohnt ein Fremder nun in meinem Geist. Fremd mir selbst und meinen nächsten Angehörigen. Ein Mann, der fähig... Hey Doki. Und ja, da gut, das hast du. Wir sind gerade in einem Horror-Point-and-Click. Da wurde ein Pferd geköpft, der Kopf wurde über die Stadtmauer gehängt, der Kopf hatte dann noch gesprochen. Oh Gott, das ist gruselig. Ein bisschen unangenehm, kann ich verstehen. Einem sehr guten Horror-Point-and-Click, mir gefällt's auch gut. Magna, kennst du das denn schon, das Ganze? Ich dachte, es kommt heute Harry Potter. Wir haben schon gewonnen. Wir sind schon fertig. Klopfen am Fenster, immer noch. Ist bestimmt wieder eine Krähe. Ach, das, was ich dir empfohlen habe. Ach, du hast mir das empfohlen. Ich habe mich schon gewundert, wo ich das her habe. Und nicht das Ganze. Ich habe das damals gespielt. Da gab es nur zwei Teile, glaube ich. Ah, jetzt haben wir vier. Ein Mann, der fähig zu unaussprechlichen und grausamen Taten ist. Mehr Details kann ich dir zu diesem Zeitpunkt nicht nennen. Ich muss dich bitten, umgehend zu dem Internat zurückzukehren, wo wir einst den Pakt geschlossen haben, wo wir alle bei unserer Ehre den Satz schworen, der uns beschützen sollte. Dies Schreiben darf niemanden anderen erreichen, weshalb du es umgehend vernichten sollst. Sowohl die Leben der restlichen Mitglieder unseres Zirkels als auch deines sind in Gefahr. Zögere nicht, sie erwarten dich bereits. Öffne deine Augen, dann wirst du verstehen, David. Vergiss das niemals. Dein dir für immer treu ergebener Freund Anthony Beechworth. Scheiße. Oh. Das ist ja eklig. Uff. Teil 1. Das Abenteuer geht weiter in Episode 2.